Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video befasse ich mich mit dem Einphasenwechselstromzähler WSZ15D 32 Ampere von Eltaco. Das Gerät ist MID geeicht, das heißt, es darf für Abrechnungszwecke eingesetzt werden. Ich habe bereits in der Vergangenheit diesen Zwischenstromzähler genauer vorgestellt und verweise hier oben auf das entsprechende Video. Der Zähler, den wir hier rechts sehen, ist nicht MID geeignet. Mit diesem Zähler werde ich mich in einem weiteren Video befassen, der durchaus eine sehr stark abweichende Funktion von dem hier vorgestellten Zwischenzähler. Mit dem Gerät kann die Arbeit angezeigt werden, die seit der Installation dieses Gerätes über dieses Gerät geflossen ist. Es kann auch die Arbeit angezeigt werden seit dem letzten Zurücksetzen. Es kann die Leistung in kW angezeigt werden, die Spannung U des Außenleiters gegenüber dem Neutralleiter und der fließende Strom. Ich werde mich im Folgenden einmal genau durch dieses Menü hangeln, sodass alle Werte einmal sichtbar werden, und ich werde zum Schluss auch zeigen, wie man das Gerät zurücksetzt. Momentan wird die Gesamtarbeit angezeigt. Wir sehen das hier. Hier ist ein dunkler Balken, so gerade eben zu erkennen. Wenn ich mich durch das Menü hangle, wird sich dieser Balken an die entsprechenden Stellen verschieben. Ich schalte nun um auf die Arbeit seit dem letzten Zurücksetzen. Den Wert sehen wir jetzt. Auf die Leistung, das sind 0,45 kW, also 450 Watt. Auf die Spannung, 234 Volt. Und der Strom beträgt zurzeit 2,13 Ampere. Wieder zurück in die Grundstellung, in die nächste Position mit der Arbeit seit dem letzten Zurücksetzen. Ich drücke jetzt mehr als 3 Sekunden auf die Taste. Es wird Reset angezeigt. Ich lasse los und drücke abermals mehr als 3 Sekunden auf die Taste und der Wert ist zurückgesetzt. Hangle ich mich nun weiter durch das Menü, so kann ich sehen, dass der Wert seit dem letzten Zurücksetzen auf 0 gesetzt wurde. Ja, soweit zum WSZ15D 32 Ampere von Eltaco. Wie bereits gesagt, im nächsten Video werde ich mich mit dem hier rechts abgebildeten Zwischenzähler befassen. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.